Glaskugel, Bro. um die Welt so auch so ungefähr sein und dann sollen halt so eine Alien-Invasion soll gefaked werden. Dann Tschüss, soll Bruder, ein Gott, Alien-Invasion. also kein, nicht aus Christentum oder Islam, sondern irgendein anderer, damit man die wegbringt von den Religionen, soll dann alle retten und das deswegen wird ja auch jetzt so gesagt mit Aliens und so, dass Aliens gesichtet werden und so. Und das auch Area 51 ist auch nur Ablenkung, dass man halt denkt mit Aliens, okay, da könnten wirklich welche sein, damit eine Fake-Invasion kommt. Er erklärt es schlecht, es stimmt aber. Hey, Bro, was stimmt, Bruder, was? Also, guck mal, Ich fang schwöre, mal ich habe bitte auch von nichts vorne gecheckt. an, weil niemand hat irgendwas verstanden, Colin, bitte. Die Las Vegas-Kugel, die kennst du ja, bist du drin und dann ist so über dir, sieht realistisch aus, als wäre das wirklich von draußen über dir halt so. Ja, und so soll das angeblich Okay. auch bald oder in ein paar Jahren wird gerade entwickelt, dass halt über die Erde auch mäßig so eine Ach Kugel du kommt, dass Schande, dann halt da Bruder. so Alien-Raumschiffe und Ich so. schwöre, ich habe das gar nicht gecheckt, was er meint, ne? Ich schwöre wirklich, ich habe gerade gar nicht gecheckt, was er meint, Digga. Aber macht Sinn. Alien-Invasion kommt und die soll halt alle Menschen von den einen richtigen Gott wegbringen und halt, weil der soll die Menschen dann retten mäßig, Also du sagst dann sozusagen, die Welt soll eine Riesenschicht von Bildschirm haben? ja, so eine Technik halt Mit Technik? mäßig. Sollen da Aliens kommen, damit die Menschen davon abgelenkt werden von ihrer eigenen Religion? Ja, von der einen richtigen, also jetzt abgesehen davon, halt entweder Jesus oder halt Allah, eins von beiden so, dass da man halt von dem Richtigen weggebracht wird und halt von an einen Falschen glaubt, so mäßig Satan. Das was? 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 Das ist Colin crazy. ist crazy. Wie, das macht Sinn? Das macht von vorne bis hinten keinen Sinn. Meine Theorie ist, dass halt amerikanische Politiker größtenteils Reptilien sind. Deswegen wurde auch John F. Kennedy getötet vom CIA. Der war ein Reptil, aber hat halt nicht das gemacht, was die da oben wollten halt. Also die Reptilienanführer. Sozusagen, ich kann noch kurz Bildschirmübertragung anmachen. Mach bitte deine Bildschirmübertragung. Da sieht man Hillary Clinton. Eindeutig Lizard, Am also Reptil Tweeten. halt. Warum ist sie jetzt ein Reptil da? Naja, das ist halt so. Sie ist halt ein Reptil und sollte halt regieren. So Reptilien von den ganz großen Herrschern, die hier regieren sollen. Genau, und John F. Kennedy hat halt was Falsches gemacht, was ihr nicht gefallen hat. Deswegen wurde er vom CIA getötet. Und Angela Merkel ist auch ein Reptil. So, und jetzt sagt, dass es nicht stimmt. Guck dir das Bild an. Aber warum, wo kommt dieses Reptil-Ding her? Warum Reptil? Ja, guck doch mal die Augen an. Ja, das ist sie auch. Ey, Bro, das ist einfach irgendein schlechtes Foto und auch noch animiert. Mit schlechter Grafik. Was für Reptil? Er hat das Projekt eben falsch erklärt mit den Aliens und sowas, Invasion. Du weißt doch, die versuchen jetzt gerade, dieses mit der Atmosphäre und so, zu projizieren. Die versuchen jetzt, Alienschiffe zu projizieren, weil jetzt langsam zu viele Leute an diese ganzen Sachen glauben. Area 51 und sowas. Jetzt wollen die damit, also sag ich mal, jetzt diesen ganzen kontroversen Themen mit verschiedenen Göttern und sowas, wollen jetzt uns hinlenken, dass wir irgendwie alle an die gleiche Sache glauben, nämlich an Aliens. Weil dann wäre der ganze Stress mit diesen verschiedenen Göttern schon mal weg und dann wollen die uns damit hinlenken, dass wir das machen, was die sagen. Verstehst du Aber das? wer sind die? Wer sind die? Ja, das ist ja das Thema. Es wird gesagt, dass das die USA ist. Es wird aber auch von vielen gesagt, dass das China ist Ich und schwöre, das ist sonstige. crazy, Digga. Das ist dann, wird aber auch, dann gibt es noch eine dritte Theorie, dass das verschiedene Weltländer sind, die sich zusammengetan haben und versuchen jetzt die ganzen Leute zu unterdrücken. Aber denkst du nicht, dass wenn man Das eine ist komplette Schicht über die crazy, komplette Digga. Erde macht, dass es nicht auffällt? Du musst mal so überlegen, glaubst du, unsere Technologie ist noch nicht so weit, dass wir, sagen wir mal, Schiffe, ja, Flugzeuge tarnen können Doch, oder auch Schiffe? kann ich schon glauben. Guck mal, du musst überlegen, Tittenfisch, ne? Der kann sich auch tarnen, der kann sich auch anpassen. Meinst du, wir Menschen haben das nicht erforscht, wie er das schafft und können das auf Metalle oder Sachen, andere Sachen übertragen? Ja, das ist eine Theorie. Das ist eine Theorie, wo ich sage, okay, das ergibt Sinn, aber das ergibt keinen Sinn mit diesem, dass die eine komplette Schicht über die komplette Erde Ja, das machen ist wollen. auch absolut schwachsinnig. Die wollen nicht eine komplette Schicht machen, die wollen Hologramme produzieren, was sie ja schon Ich können. Die können ja schwöre, schon das mehrere macht halt Kilometer weit Sinn. hoch Hologramm. Hologramme Das macht produzieren, Sinn. aber die wollen das in den Weltall produzieren. So, dass es für uns, sag mal, wenn es jetzt auf der Wand vor uns produziert wird, sieht es für uns halt so klein aus wie ein Auto, aber die wollen es so hoch produzieren, dass es für uns so aussieht wie gefühlt, weil 15 Schiffe, 15 riesen Containerschiffe in einem.
Weißt du, die wollen uns damit Angst machen. Jetzt will ich mal von deiner Theorie wissen. Was ist so deine Theorie, wo du sagst, okay, da glaube ich dran? Ich glaube tatsächlich dran, dass wir Menschen eigentlich nur benutzt werden, gesteuert werden, sobald wir auf die Welt kommen. In was für einem Sinne? Wir haben jeder eine Aufgabe. Ich glaube nicht, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir irgendwie jetzt, keine Ahnung, dass da oben irgendwas, also sag mal, Aliens oder halt auch andere Kreaturen sind, die sich über uns kaputt lachen. Und dadurch glaube ich tatsächlich, dass wir einfach nur gesteuert werden. Dass wir so kleine Marionetten sind. Also Matrix-Theorie. So ungefähr, ja. Wir sind alles nur so kleine Marionetten, die einfach eigentlich gar nichts zu sagen haben. Wenn man dann so die ganzen Präsidenten und so guckt, die sind sowieso gesteuert. Das ist eine Theorie, die ein bisschen auch, wie soll ich sagen, die keine Hand und Fuß hat. Soll ich ein Beispiel sagen? Sag mal ein Beispiel. Guck den US-Präsidenten Biden an. Zu dem Thema, wo er jetzt bin ich gespannt, wie er Digga. Jetzt aussieht. Guck dir nur die Gesichtsformen an und wie er sich dann verhält. Das kann vielleicht daran liegen, dass Biden fucking 800 Jahre alt ist gefühlt. Liegt vielleicht daran, aber bist du sicher, dass er so alt ist? Digga, die Theorie ist ganz, ganz schlimm. Das ist, wenn man sich da mal Videos oder auch so Gruppen so durchliest und so und sich mal so auch 1:1 Videos auf Leute, ich schwöre, die Chat, Bilder, wenn man sich in solchen Gruppen befindet, Digga, in so Gruppen ist ganz schlimm, Bro, da ist vorbei. Da hast du wirklich dann deinen, Digga, da glaubst du an gar nichts mehr. Wenn du in solche Gruppen gehst, Bruder, hast du wirklich verloren. Nehmen und diese weil da so Pixel viele Sachen sich, sind. Angucken. So. Ganz, 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 ganz wilde Theorie. Also deine Theorie ist, wir leben in der Matrix. Wir leben safe in der Matrix. Wir sind auch die Bevölkerung, über die jeder im Universum lacht. 100%. Also du sagst, es gibt mehrere Bevölkerungen. Safe, safe. Warum können wir auf dem Mond? Warum können wir? Meinst du, es können nicht andere irgendwo anders überleben? Warum sagt man, okay, der Urknall, was war davor? Dinosaurier, wo kommen die her? Wie sind die entstanden? Danke dir für deine Theorie, Bruder. Alles du gut. Hast uns geknallt, Alter. Lieber Heiko, was ist deine Theorie? Also meine Theorie ist halt ganz normal, würde ich sagen. Und zwar, dass die Erde halt nicht rund ist, sondern eine flache Scheibe, so sag ich mal. Das habe ich auch oft gehört, ne? Na, weil... Bruder, bitte, ja. Warum? Nee, na, aber warum? Nein, warum? Das habe ich noch nie verstanden. Das habe ich noch nie verstanden. Warum? Na, kann ich dir einfach ganz einfach sagen. Warum dürfen wir Menschen außer aus einem kleinen Punkt in der nicht so Antarktis? Ja, okay, das ist ein Punkt, wo wir nicht hin dürfen. Aber du sagst, die Erde ist flach. Das heißt, irgendwann mal müsste man doch rausfallen. Das wäre doch schon safe rausgekommen. Na nee, wenn du da nirgendwo rumherum darfst. Wenn rumherum die Antarktis, also rumherum Eis ist und keiner aber dahin darf. Aber du sagst, komplett drumherum ist Eis. Und dahinter ist dann halt vielleicht übertrag sogar... Übertrag mir mal, wie die flache Welt aussehen sollte. Weil das, also, da werde ich niemals dran glauben, das ist kompletter Schwachsinn für mich. Aber übertrag mal, ich will es sehen. Wie soll die aussehen? So weit halt gar nicht herausgearbeitet, um was zu suchen. Aber meine Theorie, da gibt es auch so einen TikToker, dass halt so eine Sachen sind, wie viele Staaten haben wir und wie viele Länder, ne? Und da kannst du mir nicht erzählen, dass die alle in diesem Punkt einig waren, dass da kein Schwein hin darf. Überleg mal, die streiten sich, sag ich mal, über alles. Und da Heiko. Sind sie alle einig, das kannst du mir nicht erzählen. Heiko, Heiko, Heiko. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 31. Heiko, mein Lieber, ich sag dir jetzt eine Sache unter uns, ja? Guck nicht so viel TikTok. Vertrau mir. Das macht deinen Kopf kaputt. So viel TikTok, ehrlich gesagt, auch gar nicht. Es kann mir doch keiner erzählen, dass zum Beispiel der Ami und der Russe und weiß ich wer alles sich in dieser Sache einig sind. Erklär mir mal, warum die da einig waren. Warum sie da gesagt haben, okay, wir ja, schützen klar, dieses Stück aber, Land. Ja, klar, aber warum soll die Erde... Aber guck mal, Atombomben hin. Du sagst, die Erde ist flach. Ja, oder besser anders gesagt, nicht unbedingt flach, sondern dass es da vielleicht viel mehr Land gibt, sag ich mal, weißt? Dass die, sag ich mal, wenn es wirklich zum Atomkrieg kommt und so, dass die dann dahin abhauen können. Dass die dann weiterleben können. Am Rand mehr... von der Map oder was? Naja, oder wir kennen ja die normale Erde, sag ich mal, ne? Ja. Alles, was hinter der Eisbergen sind, kennen wir nicht, weil wir da nicht hin dürfen. Okay. So, und wenn die sich bekriegen und so, ich ne? Check das und sogar Atombomben überall hinfliegen, sag ich mal, nach Deutschland, nach Amerika, nach Russland, nach Pipapo, ja, dann haben sie da eine Möglichkeit hin abzuhauen, um weiterzuleben. Ich verstehe das Ganze, aber ich sag dir auch ehrlich, Dicker, ist schon schlüssig. Also, was ist schlüssig? Aber auch ein bisschen weiter hergegriffen, Dicker. Naja, ist crazy. Aber, wie gesagt, erklär aber mir kann man mal sich bitte, vorstellen. Warum man dann nicht hin darf. Warum waren die da alle einig? Das ist das, was in meinem Kopf nicht vorkommt oder nicht klargekommen. Du, Dicker, ich glaub da schon, dass da was da irgendwas im Busche ist, aber ich glaub nicht, dass da irgendwie eine Erde flach ist. Naja, das oder, ist oder bestimmt oder irgendein Ort, wo, ich weiß nicht, ich war da auch nicht, kann auch nicht kicken, was da los ist. Naja, oder ich erklär dir mal so, ne? Ja. Guck mal im Google, gib mal da Erde ein,
Da ist nirgendwo ein originales Bild von der Erde, wenn die schon auf dem Mond waren. Die sind alle bearbeitet, wenn du genau guckst. Also du glaubst daran? Hier, die Erde ist eine Scheibe. Das ist deine Theorie. Naja, sozusagen ja. Mir einfach nur spanisch vorkommt, ist, warum wir nicht dahin dürfen zum Beispiel. Muss ja irgendeinen Grund haben. Ich meine, sag mal, rumherum. Aber Dicker, kick mal. Wenn, da sind doch bestimmt irgendwelche Segler oder so gewesen, die dann irgendwie hier außen da mal rumgekickt haben, dann sind die doch nicht aus der Map gefallen. Na nee, die sind ja gar nicht so weit gekommen, weil dann gleich die ganze die Armee und so alles kam. Dicker, tschüss, du willst mir jetzt rundherum um die komplette Erde, steht da jedes Mal irgendjemand aus der Armee? Haben doch schon mal welche versucht gehabt mit einem Schlauchboot. Und dann kam von der australischen Armee und haben gesagt, die sind hier im Sperrgebiet. Ja, Dickerchen, das ist ja nur ein Ort, was du hier sagst, ne? Am Ende des Tages gibt's hier nicht... Na, okay, dann machen wir das so. Ich glaube mal, da ist der Chat auch geil für, dass du das mal selber ausprobierst. Wie? Na, dass du dir ein Schlauchboot schnappst mit einem IRL-Stream und dann da langballerst. Wie? Das ist crazy. Was soll ich da? Ich glaube ja, dass die Erde rund ist. Um zu gucken, was hinter dieser Eisschollen sind. Das ist crazy. Warum? Du redest nur... Ey, Heiko! Ja, Mann! Hör mir mal zu, Mann! Warte mal kurz, ich musste das hier kurz aufschreiben. Ich werde hier gerade sauer. Du sagst die ganze Zeit, diese Antarktis. Aber drumherum ist doch nicht nur Antarktis. Guck mal hier auf diesem Foto, da sind doch noch viel mehr Sachen als nur Antarktis. Also hauptsächlich ist meine Theorie, dass es mehr Land gibt, als man denkt. Ah, das ist deine Theorie. Ja, dann sag das doch. Ja. Aber Dickerchen, das mit dieser Erde ist eine Scheibe, das ergibt für mich ja keinen Sinn. Ja, dann habe ich mir vielleicht am Anfang ein bisschen falsch ausgesprochen. Aber ich glaube, es gibt mehr Land hinter der Antarktis. Das ein Grund ist, warum wir da nicht hin dürfen. Verstehst? Nee, Dickerchen. Ja, verstehe ich. Ist auf jeden Fall eine wilde Theorie, Dicker. Ich erkläre es mit Pyramiden, okay? Pyramiden. Du hast die Lösung für die Pyramiden. Ja, so jetzt sage ich, wie das passiert ist. Pyramiden jetzt wurden von jemandem gebaut, die halt über uns sind. Also die wohnen auch woanders da. Aber die haben hier einen Stützpunkt in der Antarktis. Checkst du? Da, wo man nicht hin darf. Also sagst du sowas wie Aliens haben diese Antarktis gebaut? Ja, genau. Und die Erde ist 100% flach. Das ist aber trollig. Es gibt auch nur ein Bild von der Erde und da hat Heiko recht, da gebe ich ihm recht. Ah, warum ist die Erde flach? Erklär mir das. Ja, weil es verschwinden doch auch oft Schiffe und so. Bruder, weil irgendeine fette Welle kommt oder so? Nee, die fallen runter. Wie, die sind out of map gefallen oder was? Ja, genau. Also denke ich mal. Dickerchen, lass mal bitte bei diesen Pyramiden bleiben, ja? Okay, weil ich kann das jetzt nicht mehr mit diesen... Oh, fair. Du sagst also, es gibt Aliens, die diese Pyramiden gebaut haben, die in der Antarktis leben. Ja, genau. Deswegen darf man da auch nicht hin. Macht doch Sinn. Das hat aber keinen Hand und Fuß, diese Theorie. Deswegen ist es eine Arschtheorie für mich. Gibt es irgendeine Art von Beweis dafür? Nee, aber es gibt ja auch keine Beweise, was da sonst ist, oder? Aber deswegen sage ich ja Arschtheorie, weil am Ende des Tages kann man so und so denken, Ja, klar, also daran glaube ich jetzt nicht, Chat. Ne? Aber macht Sinn, finde ich. Daran glaube ich nicht. Ich glaube, nehme auch bald die Erde ein, so wenn es so weitergeht. Die, wo da in dem Stützpunkt sind, so. Checkst du? Und die können bestimmt auch so die Luft so wegmachen, so. Weißt du, dass wir nicht mehr atmen können, so. Aber die können doch atmen. Ey, Bro, du bist doch was ganz, ganz Heißes auf der Spur, ja? Ja, ich weiß. Meine Theorie ist, warum der Meeresgrund noch nicht erforscht ist, dass dort unten Aliens sich schon abgesetzt haben und so mit der Regierung, ich sag jetzt mal, ein Verbündnis haben, dass sie dort unten in Ruhe ihr Ding machen dürfen. Und uns halt, oder die Regierung halt, mit Alienware ausstatten. Mit was? Mit was ausstatten? Mit Alien-Technologie. Also mit deren Technologie. Die Marke Alienware? Nein. Ich meine mit Technologie, die die halt haben. Was wir halt noch nicht haben. Weil warum können wir das Weltraum erkunden, aber nicht halt die Tiefen des Meeres? Ja okay, Druck und so, aber da unten gibt es ja auch Lebewesen, die da leben können, ohne dass dem was passiert. Guter Call. Also, ja, Bruder, weil die so mit der mehr, warum sich so entwickelt nicht. Hat, dass die da halt so leben können, Bro? Ja, aber schwierig. Ja. Kennst du das Philadelphia-Experiment? Philadelphia? Kennst du das? Erklär's mir. Also das war also ich sag so, warum man Meeresgrund nicht erforschen kann, ist mir auch ein bisschen suspekt, weil wir kommen auf den Mond, aber wir kommen nicht ins Meer so. Aber mit Aliens Pakt mit Regierung, Bruder, das ist sehr weit hergeholt. Im Zweiten Weltkrieg, da hat die US Navy ein paar Experimente gemacht, um halt Schiffe unsichtbar zu machen, damit die halt in Ruhe angreifen können. Das und dann scheinend, wie jetzt eine Theorie,
ist das auch passiert und das Schiff war auch für eine gewisse Zeit unsichtbar. Man hatte nur im Wasser gesehen, dass halt irgendwas im Wasser ist, also wie so eine Krümmung im Wasser, dass sich da was drauf befindet, aber man konnte nichts sehen. Und anscheinend ist dieses Schiff dann noch 500 Kilometer weit anders gelandet und wurde auch teleportiert. Und das ist die Theorie, dass sie halt damit experimentiert haben, Unsichtbarkeitsfelder zu entwickeln und halt Schiffe oder Gegenstände zu teleportieren. Also glaubst du, man kann Sachen teleportieren? Ich sage, es ist machbar. Es ist nicht unrealistisch. Ich sage aber, es ist noch nicht so weit, dass wir wirklich Menschen teleportieren können, ohne dass dem was passiert. Weil ja die Materie kannst ja, also die Person wird ja nicht einfach hingeschickt, sondern in diesem Prozess, wo sich die Person teleportieren lässt, werden die Zellen abgebaut, also die Materie, und die baut sich dann am anderen Standort wieder zusammen. Und da sind halt noch Probleme gerade, das halt zu übermitteln, dass halt nicht die Person auf der anderen Seite tot zurückkommt oder halt nur halb. Also ich würde schon sagen, dass daran experimentiert wird, aber ich würde auch sagen, dass es noch nicht so weit ist, dass wir uns jetzt innerhalb von 2 Sekunden irgendwie nach L.A. teleportieren können, von Berlin aus. Bleib da auf jeden Fall dran, du bist ja was ganz, ganz Heißes auf der Spur, mein Bruder. Die kann vielleicht ein bisschen krass sein, aber die Theorie lautet, es gibt ja auf der Welt immer viel zu viele Menschen, ne? Es gibt ja immer mehr, ne? Ja. Meine Theorie ist, dass sowas wie Homosexualität oder Asexualität eine Krankheit von der CIA ist, damit die Menschen sich nicht so hardcore fortpflanzen. Ich will doch meinen Twitch-Kanal noch behalten! Ich will doch noch meinen Twitch-Kanal behalten! Ey, bitte, liebes Twitch-Team, ich distanziere mich hardcore! Hardcore! Ja, meine Theorie ist, dass wir halt, also es gibt halt das Essen aus. Und deswegen wird gerade in der Area 51 auch unter anderem dran geforscht, dass wir unsere Scheiße bald fressen können. Dass wir was? Unsere Scheiße fressen können. Was? Wir müssen selber lachen. Warte mal, warte mal. Eine ganz einfache Aufbereitungsanlage. Die Schadstoffe und das Eklige wird rausgefiltert und dann haben wir das Essen wieder. Wow, also sagst du, dass ich aus meinem Scheißhaufen Steak machen kann oder was? Naja, und dann kannst du dir irgendwann für 10k so eine Maschine holen, hinten reinstellen bei dir im Haus und dann wurde deine Scheiße oben gewandelt, sozusagen. Ich kann das bald nicht mehr. Ich muss dir meine Präsi dafür zeigen, warte mal. Warte, du hast eine PowerPoint-Präsentation gemacht? Ja, gerade eben. Okay, crazy. Wieso es 4D-Wesen geben könnte, die wir nicht sehen. Und als Beispiel habe ich hier zum Beispiel Mario. Okay. Der ist ja 2D. Warte mal, mach nochmal erste Seite, ich glaube, die Leute haben es nicht verstanden. Wieso es 4D-Wesen geben könnte, die wir nicht sehen. Okay. Und als Beispiel habe ich hier Mario, der ist ja 2D. Und der sieht dann nur auf der Y- und der X-Achse. Das heißt, er kann nur nach rechts, links, oben und unten gucken. WASD halt, ja. Ja, genau. Und der Bray kann niemals sehen, was eine 3D-Person ist. Weil er sieht ja nur 2D. Und jetzt haben wir hier den Menschen, der ist eine 3D-Person. Ja. Und der kann ja nach oben, rechts und auf der Y-Achse gucken. Und wir sehen ja die 2D-Person, aber Mario könnte niemals uns sehen als 3D-Person. Ja, ja. Und jetzt ist meine Theorie. Ich höre, diese Theorie ist sogar krass. Das habe ich schon öfter gesehen. Das könnte sogar, also, was heißt, könnte sein, aber so. Macht irgendwie Sinn, Digga. Diese ganzen Dinger machen Sinn, Bro. Das ist das, was mir Angst macht. Ist ja eine 4D-Person, die uns sieht, aber wir können sie nicht sehen, weil sie auf einer ganz anderen Achse und Dimension spielt. Stark. Das ist endlich mal was. Okay, und was sagst du, gibt's so in dieser 4. Dimension? Weiß man nicht, Digga. Das könnte auch nur eine Person sein, das könnte der Gott sein. Also du hast selber keine Theorie. Also diese Theorie kam mir mal auf und dann dachte ich mir so, wir können ja eine untere Dimension sehen, aber nicht eine Dimension über uns. Und wir wissen ja nicht, was in der Dimension ist. Und dann dachte ich mir, vielleicht könnte das sogar Gott sein, weil wir können ja auch ein 2D-Spiel sozusagen erstellen und vielleicht kann die 4D hat uns vielleicht erstellt. Ja, aber starke Theorie, mein Bruder. Und starke PowerPoint-Präsentation. English or Spanish? Was geht ab? Google mal CERN. Ja, was ist das? Ein Teilchenbeschleuniger. Sagen alle, aber ich sag, das ist ein Endportal und die bekämpfen Enderdrachen. Bruder, das könnte wirklich eine Let's Hugo-Theorie sein, also ehrlich. Okay, wir haben Tay drin, jetzt geht's los. Yo, Tay! Also, ich distanziere mich von allem, was ich sage. Warte mal, du distanzierst dich von dem, was du sagst? Ja, das ist alles nur fiktiv und ausgedacht. Also ich gehe nicht auf so sehr, sehr intensive Sachen ein, zum Beispiel Antarktis-Vertrag oder sowas, weil das wäre einer zu viel. Die im Chat, die darüber wissen, wissen schon Bescheid. Ich habe so ein paar kleine Sachen. Okay. Beispiel gibt es ja diesen Flug MH370, der verschwunden ist. Dafür gibt es also da gibt es auch Videos drüber. Welcher Flug? MH370, der ist halt aus dem Nichts verschwunden. Und eine Theorie ist zum Beispiel, dass auf dem Flieger 4 Patentbesitzer von einem Mikrochip waren.
und dieser Absturz so gesehen geplant war, damit man so gesehen den, so gesehen der Patent nicht mehr gültig ist. Das gibt's zum Beispiel. Es gibt es noch. Es passiert aber darauf basiert eine Theorie, dass in letzter Zeit sehr, sehr viele Geldautomaten gesprengt werden, um ein Argument zu haben, dass man Bargeld abschafft. Das gibt es zum Beispiel auch. Aber dieser dieser E-Euro ist doch schon im Gange. Ja, ist auch im Gange und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann so an sich. Warum? Weil mit der, also ich sag dir mindestens, also spätestens 2030 wird Bargeld sehr, sehr stark eingeschränkt. Einfach dann? Weil man komplette Kontrolle über alle Gelder haben will. Und deswegen sagst du, die Regierung selber sprengt Automaten, damit man einen Grund hat dafür? Dass man, ja, zum Beispiel, zumindest einschränkt. Also abgeschafft wird es auf jeden Fall nicht, denke ich mal. Es ist da aber eingeschränkt, dass man zum Beispiel nur... Aber das mit Bargeld habe ich auch oft gehört, weil die dann mehr Kontrolle hätten und so, wenn es kein Bargeld mehr gäbe. Stimmt ja auch, Bruder, wenn du... Stellt euch vor, ihr müsst überall mit Karte zahlen, dann weiß man immer, wo ihr seid, Digga. Was ihr zahlt, wo ihr zahlt, so. Man weiß einfach alles. Maximal bar bezahlen kann oder sowas. Okay, was ist noch deine Theorie? Dass Lebensmittel, wie wir die in den Läden kaufen können, auch Obst und so weiter, ein Grund dafür ist, warum wir krank werden und warum die Pharmaindustrie dadurch reicher wird. Also es hängt alles miteinander zusammen. Also du sagst, das Essen, was wir bekommen, Gemüse, Süßigkeiten, alles Mögliche? Zumindest von den großen, zum Beispiel Nestle und so weiter. Okay, da ist extra irgendwas drinne, womit am Ende des Tages... Also alles, diese ganzen Konservierungsstoffe, alles Mögliche, das macht dich ja nur krank. Und dann kaufst du diese Tabletten, diese Medikamente, die machen dich auch krank. So, und die profitieren halt nur davon. Ja, in VitaWelt ist da nichts drin, da findest du nichts. Nimm mal, hast du eine KitKat-Box bei dir? Hab ich? Nimm dir mal zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Chips raus. Und schau mal an, was da hinten drin ist. Hier steht nichts mit E bei mir. Ja, musst du bei anderen Produkten suchen. Ja, Lebensmittelverband, was willst du da lesen? Die befürworten doch alles. Ja, aber hier kann man doch wenigstens lesen, was es für Stoffe gibt. Farbstoffe. Konservierungsmittel. Antioxidantiz. Paul, was geht ab? Was geht ab? Was ist deine Theorie? Meine Theorie ist, dass Flugzeugfliegen nicht echt ist. Um schnell und effektiv Fett zu verlieren, musst du dich in einem Kaloriendefizit befinden. Echt ist auch eine Theorie. Wenn du aufgrund von Zeitmangel aber öfter mal. Also, Flugzeuge sind echt, aber fliegen nicht. Nämlich, wenn du über den Wolken bist, dann bist du sozusagen in einer anderen Welt. Weil du siehst ja auch, wenn du über den Wolken bist, siehst du die Dings nicht, ne? Die Erde. So, die Turbulenzen sind halt ein Fehler in der Matrix. Was? Wir stellen uns das Ganze bildlich vor, weil ich komm hier nicht ganz mit. Ich bin noch auf der Welt anscheinend, okay? Und bin am Flughafen. Ja, da bist du noch in der Welt, ja. Da bin ich noch in der Welt. Ja. Dann fliege ich los und wenn ich über den Wolken bin, ist wie so ein Portal und ich spawne in einer anderen Welt. Ja, genau, komplett. Okay, und was... Du fliegst halt durch ein Portal, die Wolken sind sozusagen das Portal. Und wo fliege ich dann hin? In was für eine Welt? Bro, ich weiß nicht, in ein anderes Universum oder so. Bro, dann wenn du wieder in die Wolken reinfliegst, zum Beispiel so in Spanien, dann bist du wieder auf der Welt. Olaf Scholz, bitte sorg dafür, dass Gras wieder illegal ist. Olaf Scholz, falls du das hier sehen solltest, sorg dafür, dass Gras illegal ist. Manche Leute können damit nicht gut umgehen. Mein Bruder, Crazy Theorie. Jo, ich hab noch eine. Ich glaube, also kann ich ganz zwei, das sind so Quick-Sachen. So, Michael Jackson lebt noch und Olaf Scholz ist immer high. So, das ist meine Theorie. Und das ist kein Cap. Das ist so random. Schau dir Olaf Scholz an. Vielleicht nicht immer, aber oft. Und warum? Wie, warum? Warum soll er high sein? Bro, er ist einfach high, hä? So, wenn er Stress hat und so. Er raucht so eine Tüte, weißt du, was ich meine? Aber was willst du mit Michael Jackson, seinem Arsch? Ja, das weiß man doch, oder? Also, dass er noch lebt. Das Ding ist, er hat so ausgesorgt gehabt und dann auf den, so sein Tod, man kann das gut faken und es gibt halt Fotos von ihm so. Zeig mir jetzt ein Foto, mach Übertragung. Ich finde gerade irgendwie kein Foto. Ah, okay. Das wird bestimmt von der CIA oder so, wird das runtergenommen von Google. Ja, Bruder, ja klar. Nein, aber es gibt ein Foto, er war mit seiner Tochter auf einem Schiff allein. Das wurde letztens geleakt. Und dann, man sieht, wie er auf der Straße läuft. Bruder. Die sagen doch die Pyramiden was. Du musst verstehen, die Erdanziehungskraft, die war anders als heute.
Okay. Deswegen heute sind ja diese Ameisen. Und was für ein Sinne? Die Erdanziehungskraft war früher, die war geringer, Bro. Die war geringer. Deswegen waren die Dinosaurier auch so groß, weißt du? Mittlerweile, es gibt ja gar keine großen Tiere mehr, so außer ein Elefant von mir aus noch. Aber so, das ist ja das größte Tier. Früher, wie gesagt, die Erdanziehungskraft war geringer. Und deswegen gab es auch so große Dinosaurier, gerade diese Pflanzenfresser. Wo so, ich glaube, die waren 30 Meter groß. Die konnten ja von Baumspitze essen. Achtung, jetzt meine Theorie. Ameisen sind ja die stärksten Tiere der Welt. Die können ja das Tausendfache von ihrem Gewicht ziehen. Weißt du ja. Ja. Pass auf, Crazy Call. Früher, die Ameisen waren größer und die Ägypter haben die Ameisen genutzt, um die Steine hochzuschleppen, weil die Ameisen tausendmal so groß waren. Das ist crazy. Und die haben die Steine damit dazu gebaut. Und das ist crazy. Und wir sehen auch nur die Spitze von der Pyramide. Die geht runter bis zur Erdkern. Das ist alles ganz, eigentlich Distanz. Ich habe geheime Informationen, weißt du? Das darfst aber keinem erzählen, gell? Ja, ja. Ey, Bro, bleib da dran, du bist ja an was ganz Großem. Ja, natürlich bin ich da an was Großem, ich weiß. Gott, ist das? Bruder, ist das? Der ist ja richtig vorbereitet, ja. Ich hab noch ein paar andere Sachen. Das sieht aus wie Cosmo und Wanda, Digga. Hier leben wir, in der Mitte. Normale Erde, erlaubter Bereich. Warte mal, hast du das selber gemalt? Ja. Ach du Scheiße, Bruder. Das ist ja alles die Welt, was im grünen Kreis ist hier außenrum. Das ist Universum. Aber ich glaube, wir haben mehr Erde, als wir eigentlich glauben. Ich glaube, wir wissen 50% der Erde, 60%. Da fehlt noch viel. Warte mal, FBI-Welt? Verboten, der verbotene Bereich. Der verbotene Bereich für die. Aber weißt du, was ich nicht checke? So, wo soll dann Ende sein? Weil da muss ja komplett um die Welt herum ja eine Grenze sein. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ist mir klar. Warte, ich muss den Bildschirm nochmal. Siehst du das? Bruder, du hast Attack on Titan daraus gemacht. Aber es macht Sinn. Oder hier zum Beispiel. So stelle ich mir das vor. Oben sind wir, aber wir wissen vieles noch nicht. Wir wissen vieles noch nicht. Diese ganzen Sterne, was du hier siehst, das sind so FBI, alles, die passen darauf auf, das ist ihr Beruf. Weil wenn mehr Leute von der verbotenen Welt mitbekommen jetzt, das kommt halt aus. Keiner glaubt mehr jedem. Zeig mir nochmal die Karte. Das würde doch schon längst irgendein Mensch gesehen haben, dann diese Grenze. Ich weiß gar nicht, wie groß das alles ist. Ich weiß, es sind nur Theorien, wie groß das ist. Keiner weiß, wie groß die Welt ist. Wenn du mit einem Flugzeug dann so weit fliegst mit so und so viel km/h, kannst du es ja auch selber ausrechnen. Das ergibt doch Sinn. Oder du kannst auch mit einem Auto oder mit einem Schiff. Vielleicht haben das Leute versucht, aber sind nicht mehr da. Vielleicht sind die jetzt schon im verbotenen Bereich und dürfen nicht mehr zurück, weil sie es entdeckt haben. So glaube ich das. Er sagt, die Flach hat echt einen Schaden. Weil flach würde ja, das würde keinen Sinn machen. Darüber will ich mir nicht mal einen Kopf machen. Das ist jetzt flach, weil ich es besser zeigen kann. Ja, guck mal, die Sonne geht ja so, dass es nur 2 Stunden hell wäre, ne? Genau. Ich verstehe den Ansatz, den du meinst. Aber für mich macht es trotzdem Sinn. Meine Theorie ist, also, es wird ja irgendwann einen Weltuntergang geben, das ist ja klar. Weil die Sonne irgendwann explodieren wird. Da ist meine Theorie, dass das so geplant ist, da das dann die CIA und alles das so geplant hat, dass die dann abhauen mit einem Flugzeug oder UFO oder so und dann auf dem Mars weiterleben, alleine ohne die Menschheit. Digga, solche Theorie macht gar keinen Sinn, weil was bringt die CIA, wenn die keinen haben zum Kontrollieren? Also so. Wisst ihr, was ich meine? Was bringt das? Oder wenn es keine Menschen mehr gibt, was bringt es dann irgendwo weiter zu? Also so, es macht doch gar keinen Sinn mehr, Digga. So, was bringt dir ein Präsident, wenn der niemanden hat, den er regieren kann, so, hä? Macht gar keinen Sinn. Das ist wirklich eine tote Theorie, Bro. Nein, das stimmt. Auf dem Mars wären die genauso am Arsch, ne? Aber da kann man ja leben drauf. Noch nicht ganz, Bro. Die haben doch gar kein Wasser da. Das sagen die, aber die haben das schon gemacht, ohne dass die Menschheit das weiß. Ey, Bro, bleib da dran, du bist auch wirklich an der crazy These. So, meine Theorie ist, Atombomben werden ja aus Uran-235 und Plutonium gemacht, je nachdem, was du hast. Und wir brauchen Atomkraftwerke, um das anzureichern. Ohne Atomkraftwerke können wir keine Atombomben bauen. Und da wir die Entsorgung der Atomkraftwerke auf den Steuerzahler abgelegt haben, wir als Steuerzahler bezahlen ja dann für den Strom und für die Endlagerung. Lohnt sich das nur? Ein Atomkraftwerk nur zur Stromproduktion wird sich wirtschaftlich gar nicht lohnen. Okay. Und weil wir daraus aber Atombomben bauen, die restliche Entsorgung des Mülls, der dabei entsteht, dass Steuerzahler ja dafür aufkommen. Nein, das mit diesem Strom. Das Stromproduzieren lohnt sich eigentlich gar nicht. Klar. Wirtschaftlich aus dem Atomkraftwerk. Klar. Wenn du die Entsorgung mit einberücksichtigst, 1 Million Jahre Lagerung, wie willst du das bezahlen vom Strompreis? Aber ich meine, rein lukrativ gesehen, die Art und Weise, wie du da Strom, also es gibt ja nichts, was so viel Strom erzeugt mäßig. Ja, in der Hinsicht schon. Da kriegst du schon richtig Gigawatt raus. Mhm. Das lohnt sich schon. Also für die Quantität.
Aber wie gesagt, eine Atombombe zu bauen, würde sich finanziell nicht lohnen, wenn du nicht den Steuerzahler dafür bluten lassen würdest. Und wir brauchen einen Kernreaktor, um das so weit anzureichern, dass das waffenfähiges Plutonium wird. Und wir Deutschen zum Beispiel, wir haben ja damals unseren Atommüll nach Frankreich geschickt. Die haben das aufbereitet. Frankreich darf ja Atombomben bauen. Haben sich das genommen davon, was sie brauchen. Und uns den restlichen Müll dann wieder zurückgeschickt. In Deutschland gibt es doch keine Atomkraftwerke mehr. Nee, gibt es ja auch nicht. Also werden ja abgeschafft sozusagen. Das ist cool. Aber wir haben ja auch keine Atombomben. Aber es gibt, guck mal, jeder ja, Staat, so der Atomkraftwerke... Ich sag ehrlich, so mit diesen Atombomben und so, Bruder, das ist auch so ein crazy Thema, weil da will ich gar nicht wissen, was da wirklich abgeht, sag ich ehrlich. Atombomben baut, zum Beispiel Iran oder Pakistan, die müssen erstmal Kernkraftwerke bauen, um genug angereichertes Material zu haben, damit die eine Atombombe bauen können. Die Theorie ist plausibel, finde ich. Aber dann findet das auf jeden Fall nicht in Deutschland statt. Das sollte uns eigentlich nicht interessieren. Nee, wir dürfen ja auch keine Atombomben haben. Wir haben ja nur amerikanische Atombomben stationiert bei uns. Mhm. Inoffiziell. So. Aber wir dürfen ja laut unseren ganzen Verträgen, Deutschland hat ja den Krieg verloren und sowas alles, ist denn ja untersagt, Kernwaffen zu produzieren. So ähnlich, wie sie es versucht haben, dem Iran das zu verbieten. Ich glaube, der Ahmadinejad oder damals, der war das ja, der hat das ja durchgezogen. Du hast auf jeden Fall mies recherchiert. Und zwar einmal, du kennst ja die Reptiloiden-Theorie, ne? Also nur halb, hat einer irgendwas von erzählt, ja. Ja, okay, ich erzähle euch jetzt, woher der Ursprung davon ist, weil ich bin schon ein bisschen länger in dem Game drin. Und zwar fing das 2009 an. Damals hattest du ja noch nicht so gute Qualität in YouTube-Videos und so, weißt du? Und durch dieses Bitraten-Downgrading gab es eben Artefakte in den Videos und dadurch sah es eben so aus, als wenn die Augen nicht vertikal blinzeln, sondern horizontal, weißt du, wie ich meine? Und daher kam diese Theorie. Das kam erstmals so 2009 auf. Also ist kompletter Fake, das mit diesen Echsenmenschen und so. Ja, also ist totaler Bullshit. Also sagst du, es ist Bullshit. Dann sind wir so. Das ist auch gut, dass Leute hier reinkommen und sagen, ey, das glaubt man, so Gegenargumente liefern. Ja, Digga, ich bin ja schon lange in dem Game drin und ich habe mich ja mit vielen Verschwörungstheoretikern schon auseinandersetzen müssen und so, ne? Und ich kann nur jedem raten, immer mega skeptisch in jede Richtung zu bleiben und sich wirklich nur von unstrittigen Tatsachen, die man rational begründen kann, beeinflussen zu lassen. Weißt du, nicht einfach blind irgendeinen Scheiß zu glauben, nur weil es gegen das System ist, so, weißt du, wie ich meine? Genau, und die zweite Sache ist Geoengineering Chemtrails. Und zwar erkläre ich jetzt jedem, wie jeder nachvollziehen kann, dass es das gibt. Und zwar ist es ganz einfach. Flugzeuge, die fliegen in einer Höhe von so ungefähr 10 Kilometern, das ist die Reisegeschwindigkeit, ne? Und die haben da so eine Geschwindigkeit von ungefähr 800 km/h. Ja, 830, 850, ja. Genau. Und die Umgebungstemperatur in dieser Höhe, die liegt konstant bei minus 40 bis minus 60 Grad Celsius, okay? Ja, manchmal wird mir auch sehr kalt da drin. Genau, ja, da kriegt man immer so, friert der Arm ab und so, jeder kennt's. Es ist so, dass Triebwerksabgase ungefähr 1600 Grad Celsius heiß sind. Die Triebwerksabgase, die haben Feuchtigkeit. Also das Kerosin, das verbrennt ja und dadurch wird Feuchtigkeit ausgestoßen. Und es ist so, dass diese Feuchtigkeit einen bestimmten Weg braucht, um von 1600 Grad bis auf minus 40 bis 60 Grad abzukühlen, damit ein Kondensstreifen sichtbar hinter dem Flugzeug entstehen kann. Okay? Und bei Chemtrails ist es so, dass diese Streifen direkt aus dem Flugzeug rauskommen. Was physikalisch unmöglich ist, weil der Wasserdampf, der muss sich ja erst abkühlen, um sichtbares Eis zu werden. Verstehst du? Okay, der zweite Punkt ist, wenn ihr alle mal an den Himmel guckt und die Streifen beobachtet, werdet ihr früher oder später feststellen, dass diese Streifen einfach abrupt stoppen. Das ist physikalisch unmöglich, oder? Beziehungsweise das Flugzeug müsste innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde um etliche tausend Meter sinken, damit es in einer Höhe ist, wo keine Kondensstreifen mehr entstehen können. Und du siehst ganz oft am Himmel, da muss man einfach nur mal hingucken, man braucht auch kein Glück, wirst du sehen, dass diese Streifen einfach unterbrechen und wieder anfangen. So, das dritte Ding ist noch, und dann das ist der dritte Beweis, gibt Tage, also jedenfalls hier bei uns so im Berliner Raum, so, ne, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, du kommst ja irgendwo so Kiel oder so her, ne? Ja, ja. Aus dem Norden, ja, man, ich weiß nicht, wie es da ist, aber so hier im Berliner Raum, merkst du so an Tagen, wo die richtig hart rumsprühen und so, ne? Hast du viel mehr Flugverkehr. Wenn du dann so in so Apps gehst, so Flight Radar 24, so, weißt du, und guckst so,
hast du ganz viele Flugzeuge drauf, die nicht auf dem zivilen Radar zu sehen sind. Also was ist die Theorie dahinter? Es ist keine Theorie, es ist einfach Tatsache. Ja, aber sag mal, was so dahinter steckt. Was die Tatsache ist. Das ist halt die große Frage. Ich habe ja eingangs gesagt, so weißt du, dass ich mich nur so an rationale, unstrittige Tatsachen halte. Und warum, weiß ich nicht. Es kann alles Mögliche sein. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob es dir auch schon aufgefallen ist, die Sonne, die strahlt ja immer intensiver. Das ist dieses Jahr ultra krass, wie krass die Sonne strahlt und so. Ich habe mich da auch schon öfter mal so mit Menschen drüber unterhalten, die so einen ganzen Tag draußen arbeiten, so weißt du, so Gartenlandschaftsbau und sowas, ne? Die haben ja auch schon vor Jahren gesagt, dass sie merken halt, dass die Sonne immer intensiver strahlt. Und genau, noch ein vierter Punkt ist, und zwar die künstlichen Wolken, die Chemtrail-Wolken, kannst du erkennen an einer sogenannten Nebensonne. Das musst du dir vorstellen, das ist wie ein Regenbogen in der Wolke, aber es ist kein klassischer Regenbogen. Und die Chemikalien in dem, was die versprühen, brechen das Licht in die Grundfarben und dadurch siehst du dann eben Regenbogenwolken sozusagen. Am besten sieht man das mit einer Sonnenbrille. Und das sind dann halt eben so schleierartige Wolken, die dann halt daraus entstehen. Und der Grund kann ich dir leider nicht sagen, ich weiß es nicht. Könnte sowas sein, vielleicht Mind Control, kann man nur raten. So, auf jeden Fall ist es eine unstrittige Tatsache, dass das passiert, und zwar jeden Tag. Also ich will damit sagen, dass Sachen passieren, so weißt du, wovon wir nichts wissen, wo wir vielleicht auch tatsächlich Opfer von sind, die Gründe weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. So Wettermanipulation. Ja, genau. So Wettermanipulation oder halt auch irgendwelche anderen Sachen, so Mind Control oder so, wer weiß. Krass. Und wie gesagt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, das kann jeder selber prüfen, indem er einfach mal rausgeht, sich Flight Radar runterlädt und da mal darauf achtet, dass diese sogenannten Kondensstreifen einfach unterbrechen und dann ein Stück später weitergehen. Das mit Kondensstreifen ist auch crazy. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ja? Und Schiowattkeule. Ja. War eine dufte Zeit mit dir. Ja, ja. Du, Dickerchen, ich kick mal weiter, ja? Guck mal weiter, Keule. Ja, yeah, okay. Das war's auch mit dem